oder all diese Exzesse. Überall sehen wir das, diese total rückständige, harte Hand. Ja, und jetzt stellt man hier diese Frage: Wünschen Sie sich einen Führer, der das Land zum Wohle aller mit harter Hand regieren soll? Also 10% haben anscheinend äußerst wenig Verständnis, wie Freiheit funktioniert, oder sie finden das einfach als tolles Konzept. 15,9% wollten sich bei der Führerfrage nicht festlegen und antworteten mit teils, teils. Was heißt das? Diese Leute können noch aufgeklärt werden, diese Leute können erreicht werden. Und man kann ihnen sagen: Hey, hör zu, dieses Konzept Führer mit harter Hand, das ist einfach in aller Regel Manipulation. Und du hast nichts davon. Dann heißt es hier, ja, vor Jahren hat man diese Umfrage schon mal gemacht und die Ergebnisse waren besser. Jetzt kam allerdings die Wirtschaftskrise. Und die Folge sei ein Anstieg rechtsextremer Einstellungen, möglicherweise eine Trendwende. Exakt das, was wir in den Vereinigten Staaten erleben, in den Massenmedien. Die Leute wachen auf. Oh, Geldsystem. Oh, die Federal Reserve ist privat. Um Gottes Willen. Hey, die Republikaner sind praktisch Globalisten und die Demokraten sind Globalisten. Wir wählen jetzt neue Kandidaten, neue Parteien. Und die Medien sagen: Oh, das Revival des Rechtsextremismus. Diese Leute sind alle praktisch also kurzgeschorene Hillbillies, rückständige Ku Klux Klan-Mitglieder, die die Zeit zurückdrehen wollen, und praktisch aus deren Reihen wird garantiert ein neuer Timothy McVeigh kommen, der irgendwas in die Luft jagt. In Wirklichkeit war Timothy McVeigh ein hochausgebildeter Agent in dieser ganzen Geschichte. Und all diese Fragen waren so schwammig formuliert. Was mit Überlegenheit der deutschen Nation? Einschränkung der Religionsausübung für Muslime. Und hier, das ist übel. Mehr als 90% der Befragten halten es demnach für sinnlos, sich politisch zu engagieren. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun, die Leute aufzuklären. Also 90% sehen sich als Publikum. Also das Spielfeld ist irgendwo da unten. Ich sitze halt im Publikum, versuche die Show irgendwie zu genießen, einen halbwegs brauchbaren Platz zu kriegen für die Show. Und es war sehr viel Zeit und Aufwand notwendig, um 90% kontinuierlich davon zu überzeugen, dass politische Beteiligung nichts bringt. Das heißt, man finanziert falsche Bewegungen, die zu nichts führen. Man finanziert Parteien, die für die neue Weltordnung sind. Und die Leute merken: Hey, alles ist immer gleich, also bin ich frustriert. Und dann hieß es hier: Stimmen Sie dem Satz zu, auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Und 17,2% der Befragten stimmten zu. Also auch wieder so eine Wischiwaschi-Frage, also komische, schwammige Frage. Welche Juden? Es gibt, wie viele gibt es? 40 Millionen? Die Welt wird regiert von, also laut David Rothkopf, dem Establishment-Typen, wird die Welt regiert von 6.000 Leuten. Und ich meine, der durchschnittliche Israeli atmet abgereichertes Uran ein, das verschossen wird, und kriegt auch keine bessere Behandlung. Also komische Frage, und man müsste jetzt nachhaken: Was meinen die Leute damit, die gesagt haben, ja, der Einfluss der Juden ist heute noch zu groß? Was meinen die? Überrepräsentiert, oder meinen die Leute damit, Israels politischer Einfluss ist zu groß, ihre Lobbypower ist zu groß? Weil ich meine, hinter diesen 17%, die zugestimmt haben, da können sich lauter legitime Ansichten verbergen, aber nein, Rechtsextremismus ist auf dem Vormarsch. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass hier eine lang geplante Strategie Stück für Stück abgearbeitet wird, was Deutschland anbetrifft und andere europäische Staaten anbetrifft. Also, man möchte für Chaos sorgen für eine gewisse Zeit, dieses Chaos kontrollieren und dann die neue Ordnung aufbauen. Und das Schlüsselwort ist immer, immer, immer differenzieren und die Qualität der Recherche
und der Entscheidungen. Die letzten zwei Stories noch. Bundesregierung will eher löschen statt sperren von Kinderpornografie. Das heißt, praktisch in der Zukunft wollen wir kritische Webseiten löschen statt sperren. Und dann heißt es auch, wir stemmen uns gegen die anderen, machen uns ein wenig unbeliebt, aber in Wirklichkeit heißt es, wir wollen eine Infrastruktur, wo wir schnell sagen können, der Blog muss weg, der Blog muss weg, die Seite muss weg, und dann wird es sofort gelöscht, auch im Ausland. Und man sagt dann, ja, wir wollen mit den Leuten in Drittstaaten zusammenarbeiten, damit sie Kinderpornografie löschen. Ja, jetzt gab es schon eine juristische Gesetzesinitiative in den Vereinigten Staaten, die hieß, glaube ich, One World Internet oder irgendwie sowas. Und dann hieß es dann, wir wollen verhindern, dass irgendwelche Länder ausscheren. Wir wollen diese global zentral gesteuerte Netzwelt. Und jeder, der ausschert, jedes Land, das andere Richtlinien vereinbart, soll dann bitter bestraft werden mit Handelsnachteilen und weiß der Geier. Also Strafen, Ausschluss und so weiter. Und das ist für die meisten Länder ein Todesurteil. Oder die meisten vielleicht denken zumindest so. Und so muss man sich das vorstellen. Wenn ein Land in der Zukunft es gestattet, politisch sensibles Material zu hosten auf Servern, dann wird dieses Land bestraft werden. So will man verhindern, dass niemand mehr auf der Welt irgendwas publizieren darf und das irgendwie hier in Europa landet. In den Vereinigten Staaten wurde jetzt ein Gerichtsfall noch beglichen, dann im Vergleich, eine Schule oder ein Schuldistrikt zahlt $610,000 an Eltern, mal den Kids Laptops gegeben und die Laptops haben heimlich immer wieder Bilder aufgezeichnet und mal andere Sachen aufgezeichnet und Leute haben dann von der Schule das überwacht, haben das nachverfolgt und sich darüber lustig gemacht. Oh, was für eine Seifenoper, hahaha, es ist so cool, es ist so unterhaltsam. Und die Kids waren halb nackt, haben alles Mögliche getrieben vor den Kameras und wussten nichts davon. Und irgendein Schüler wurde dann mal praktisch gerügt von einem Lehrer für etwas, was der Schüler zu Hause getan hat. Und dann kam erst raus, woher die Schule das überhaupt weiß, nämlich von den Bildern dieser Laptops. Also wir sind jetzt bei 21.37 Uhr angekommen. Ich denke, ich bin mit meinen Themen durch. Wir sind zurück am Sonntag. Wir arbeiten auch daran, jetzt bis Sonntag Videos einspielen zu können. Es gibt ja verschiedene Lösungen in verschiedenen Preisklassen, um das Ganze effektiv zu gestalten und auch technisch verlässlich zu gestalten. Dann können wir halt eben auch zeigen, woran wir gerade arbeiten. Wir remastern Filme, wie zum Beispiel Police Day 3 Total Enslavement. Denn der Film ist immer noch aktuell, der Film ist immer noch sehr, sehr gut und wir wollen einfach, dass Leute ihn sehen können in einer anständigen Qualität. Denn das macht den Film Mainstream-fähiger und wir wollen Terrorstorm neu bearbeiten. Denn Terrorstorm ist ja bislang, glaube ich, nur veröffentlicht worden von uns auf Google Video und vielleicht ein Torrent vor Jahren und es ist einfach keine gute Bildqualität und ich habe dann meine Archive durchgeforstet, meine Projektdatei gesucht. Anscheinend muss ich praktisch den kompletten Edit nochmal machen, also die einzelnen Aufnahmen platzieren, neu abmischen, denn früher hatten wir ja keine, nicht annähernd so gute Werkzeuge wie heute. Denn gerade das Thema Terror ist ja wieder so unglaublich wichtig und Leute sollten eben den Film Terrorstorm in bestmögliche Qualität haben. Wir haben auch Endgame hochgeladen auf unseren YouTube-Kanal. In höchstmöglicher Qualität und wir haben auch immer wieder unglaublich interessante Videos, die wir zeigen möchten und jetzt können wir das eben. Allerdings, wie gesagt, Stück für Stück, der stete Tropfen hüllt den Stein. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Eine MP3-Datei werden wir erstellen, wie auch sonst immer, und sie zur Verfügung stellen. Wir sind zurück am Sonntag. Unterstützt uns im Infokrieg-Shop unter shop.infokrieg.tv. Spendet oder verteilt unsere Infos. Wir können nichts erreichen ohne euch da draußen. Ich danke vielmals. Macht euch nützlich.